Es gibt genau zwei Frauen, wegen denen ich Skirennen schaue. Tina Maasai und sie. Wie ist es bei dir? Du kommst ja noch aus einer Zeit von Jean-Claude Killy, Bernhard Russi und Regina Mösenlechner. Ne? Du kennst die Neuen ja gar nicht. Die wunderschönen Neuen. Hier ist die schnellste, schönste Frau Österreichs. Anna Fenninger. Nimm Platz. Magst du was trinken? Sehr gerne. Ja, passt an. Ja, ich schließe mich euch an. Wein? Echt? Du trinkst Wein, Anna? Ja, ab und zu. Wirklich? Aber nie vor Rennen. Hm? Aber ist es nicht viel besser, betrunken zu fahren, wenn man nicht merkt, wie gefährlich das ist? Ja. Aber der Hermann Mayer, der hat sich wirklich ordentlich angekübelt, auch vor seinen Titeln, oder? Aber das macht man ja heutzutage nicht mehr, oder? Lindsay Vonn und Anna Fenninger betrunken in der Bar, trifft man doch nicht. Eher nicht, nein. Aber nicht wegen dem Betrunken. Also weil, so weil du sie nicht magst. Na ja, ja, man kann ja darüber reden. Ihr seid ja, gibt es einen durchgehenden Zickenkrieg beim Skifahren? Es gibt Zickenkrieg, aber eigentlich wollen wir das nicht so aus den Posaunen. Aber es gibt ihn. Vermeiden. Na, echt? Wen hast du am meisten? Wem wünschst du Kreuzbandrisse? Keinen, natürlich. Ja, natürlich, aber ich glaube, man muss auch irgendwie sozusagen Ellbogentechnik haben, um ganz nach oben zu kommen, oder? Das ist dann beim Skier groß. Bitte? Das ist dann beim Skier groß eher. Aber das wäre das nicht total geil eigentlich, wenn du Skicross fährst gegen Leute, die du nicht magst? Ja, vielleicht ist es dann leichter, wenn man sie nicht mag. Magst du Tina Maase? Die ist nicht so beliebt, ne? Heute ist die geilste eigentlich. Finde ich, oder? Die geilste. Ja, irgendwie hat groß. Aus Jugo-Sicht, aber nein. Aus unserer Sicht doch nicht. Entschuldige. Nein, die hat ein großes Charisma, oder? Die könnte man sich auch als Bond-Girl vorstellen. Dich auch. Ja, aber Anna auch. Ja, wieso bist du eigentlich blond jetzt? Du warst doch immer so schön schwarzhaarig. Ja, vielleicht will ich mal Bond-Girl und muss ich mich umfärben. Ja? Ja. Ist blond deine Naturfarbe und du hast sie schwarz gefärbt oder umgekehrt? Beides nicht. Ich bin braun. Hoffentlich kein Statement zur Wahl. Aber du lebst ja in der Steiermark, oder? Na gut. Liebe Anna. Du warst gerade in Chile, das würde auch passen. Hm? Genau. Chile, da macht man immer die Vorbereitungen. Immer nicht, aber heuer, ja. Weil es dort die besten Skilehrer gibt. Ja, anscheinend. Wie war es in Chile? Ja, die Sonne hat genauso gescheint wie in Österreich. Ja. War gut. Und wie stehst du am Ski? Kannst du jetzt schon beurteilen, wie gut du bist in der neuen Saison? Nein, nicht wirklich. Also es dauert ja nur einen Monat, bis es losgeht und dann kann man es erst beurteilen. Aber hast du noch kein Gefühl für den Schnee? Ja, ich fahre schon vorwärts, also das geht schon. Nein, aber schilder doch mal so einen Tagesablauf im Trainingslager in Chile, das würde mich interessieren. Wann ist Tagwache, wann musst du aufstehen? Vier. Nein. Sechs. Eher schon. Ja, bist du allein im Zimmer oder? Jetzt lass ich mal antworten. Ja. In Chile warst du, da haben wir Apartments gehabt, da waren wir ungefähr zu fünft in einem Apartment, jeder hat sein Zimmer. In einem, als Weltmeisterin musst du dir eine Apartment-WG teilen? Ja, es ist nicht nur Luxus, aber es ist auch witzig. Wer war da noch dabei? Ja. Nur Frauen oder auch Männer? Ja, nur Frauen. Sicher? Sicher. Man hört ja das Ärgste. Aber dein Freund ist heute da, oder? Heute ja. Und war der auch mit in Chile? Nicht? Nein, leider nicht. Und das heißt. Ich kenne das von unseren Skifreizeiten noch. Das heißt, aufstehen um 7 etwa und dann sofort auf die Piste? Ja, genau. Also in der Früh kann man Zeit verschwenden, denn da ist die Piste am besten. Wieso? Ja, weil es in der Nacht kalt ist und dann ist meistens sehr hart in der Früh und dann kann man gut trainieren. Aber was trainierst du? Du bist ja Allrounderin. Du beherrschst ja sozusagen jede Disziplin. Mit welcher Disziplin fängst du an? Für mich ist die Basis der Riesentorlauf, deswegen versuche ich da ein gutes Gefühl zu kriegen und das dann in die anderen Disziplinen umzusetzen. Aber grundsätzlich trainiere ich alle Disziplinen. Riesentorlauf ist am einfachsten, oder? Nein, kann man nicht so beurteilen. Am einfachsten ist Abfahrt, weil man immer nichts tun muss, oder? Ja, genau. Ja, so ähnlich. Toll finde ich ja immer die Bilder vorm Rennen, diese Stevie Wonder-Bewegungen. Ist es dann wirklich so, dass ihr den Kurs komplett durchgeht, Tor für Tor? Muss das sich sozusagen so ins Gehirn einbrennen,
Weil es ja, man sieht es ja. Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Techniken, aber bei der Abfahrt zum Beispiel ist es schon sehr wichtig, wenn man jede Welle kennt, denn wenn man eine übersieht, kann das schnell gefährlich werden. Also beim Slalom bin ich eher da, also für mich jetzt ist das nicht so wichtig, dass ich da genau weiß, wo jedes Tor steht, aber man sollte schon wissen, wo es lang geht. Ich weiß ja nie, was besser ist. Ist es besser, wenn man springt bei der Abfahrt oder wenn man weiterfährt? Weil wenn man springt in der Zeit, wo man in der Luft ist, fährt man ja gar nicht. Das heißt, ich glaube, schneller ist man, wenn man sozusagen am Boden bleibt. Ja, am Boden bleibt, oder? Also den Sprung vermeidet. Genau. Ja, das sollte man den Skispringern mal sagen. Ja, aber es ist ja. Gute Idee. Aber im Slalom bist du ja nicht so wahnsinnig gut, oder? Was war das beste Ergebnis im Slalom? Was war das beste Ergebnis im Slalom? Trittst du überhaupt an im Slalom? Ja, bin ich früher, wo ich noch jünger war. Aber jetzt gar nicht mehr? Du bist schon alt, gell? Du bist schon 24. Ja. Nein, boah. Ich fahre schon ein bisschen Slalom, aber es hat sich sehr begrenzt auf die Kombi. Wer sind deine größten Gegnerinnen? Lindsay Vonn, ist die überhaupt fit? Ja, ich denke schon, dass sie fit ist. Aber die ist doch ständig nur... Hör auf. Was? Mit diesem Irren zusammen, oder nicht? Mit diesem Golfer, oder nicht? Ist sie nicht immer nur quasi... Sie ist mit Tiger Woods zusammen, ne? Ja, eben. Wieso irre? Ja, was heißt irre? Also der ist ja nicht so... Ja, vor die Wahl gestellt, wer ist irre? Stermann oder Tiger Woods, würde man wohl für Stermann plädieren. Das ist die größte Konkurrentin, oder? Dann Maria Höfel-Riesch. Die ist verheiratet, der ist alles wurscht inzwischen. Die wird wahrscheinlich, ja, die wird schwanger kommen nach Sochi. Und Göttin Tina Maase. Ja, aber es gibt noch viele andere. Welche andere? Na, no, Medaillenhoffnungen eigentlich nicht. Aus dem Ei? Aber ich finde es witzig, weil dann werden die Medaillen eh schon vergeben. Nein, es sind ja vier. Fenninger, Maase, Höfel-Riesch, von. Ja, Blech gibt es auch noch. Ja, aber wärst du mit Blech zufrieden? Nein, nicht wirklich. Freust du dich aus oder hast du Angst vor Olympia? Beides. Wirklich. Ja, wirklich. Ja, wirklich Angst. Na, Angst. Angst vor dem Druck oder Angst vor Verletzungen? Oder vor den Russen? Nein. Ja. Eher von den Scharfschützen, die da immer rumlaufen. Ja. Welche Scharfschützen? Ja, das sind Scharfschützen. Welche Scharfschützen? Ja, Sochi, das ist doch so umstritten alles. Ja. Ah, haben wir nicht mitbekommen. Lauter Scharfschützen. Die so. Sie meint die Biathleten. Ach so, ich dachte, da gibt es Wilderer. Ja, Biathleten. aber du bist ja, nehme ich an, beschützt dort. Und jetzt bist du topfit. Nach dem Trainingslager 4 Wochen hast du durchgehend Fleisch gegessen in Chile und Argentinien. Wie viel Fleisch isst du so am Tag? Sie lacht über deine blöden Fragen. Nein, wir haben vorgespräch darüber geredet, dass sie ausschließlich Fleisch, durchgehend Fleisch isst eigentlich. Echt? Nicht durchgehend, aber ja, ich mag es schon gern. Aus Fleisch wird Fleisch, sagt man immer. Du lässt ja teilweise sogar Fleisch. Ich habe es nicht abgewogen, bevor ich es gegessen habe, muss ich auch sagen. Du isst alles, oder? Alles, was sich bewegt quasi. Nein, alles nicht. Na, weil ich hatte Angst, weil ich habe dann auch diese Bilder gesehen. Wir haben ja ein Foto, wo du als Gepard body gepainted wurdest. Hast du dann, wir zeigen das Foto mal kurz. Sehr, sehr schönes Foto. Aber hast du dann nicht das Lust bekommen, dich selbst zu beißen? Dich selbst aufzuessen? Dich selbst zu reißen quasi. Neuer Skandal in Österreich. Anna Fenninger hat sich selbst aufgegessen. Warum hast du das gemacht? Warum gibt es dieses Foto? Du setzt dich ein für Geparden? Ja, es war der Start für eine Kampagne. Wir waren heuer in Namibia und haben dort einen Kalender produziert, der dann für einen guten Zweck für Geparden verkauft wird. Und so werden sie hoffentlich vom Aussterben gerettet. Und haben sie dir das so erklärt? Sie wollten dich im Wahrheit vielleicht nur nackt sehen. Naja, was siehst du hier? Du hast geglaubt, ja, ist für einen guten Zweck. Sieht sie überhaupt nicht nackt? Ja, eh nicht. Sie ist eh gepainted. Ja. Ist das einzige Foto dieser Art, das existiert? Nein, es existieren andere, aber die sind nicht zum Herzeigen. Ja, klar. Aber die sind in dem Kalender? Nein. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, vielleicht würde ich es dann kaufen. Ja, ich sofort. Ja? Ja, ja. Wegen den Tieren? Ja. Anna. Brauchst du zum Runterfahren auch wirklich diese albernen Nordic Walking-Stecken? Na, brauchen, aber es geht leichter damit. Warum? Ja, das kannst du jetzt nicht wissen, weil ich hab gehört... Das heißt, sie spricht mit dir wie mit einem Behinderten, das ist sehr gut. Ja, das muss ich übernehmen von ihr. Das ist gut. Mit Stöcken ist es leichter. Aber ich verstehe nicht ganz, warum, ehrlich gesagt. Also ich verstehe es beim Crossfahren, ja, da verstehe ich es. Aber wenn du normal fährst ohne Gegner, warum ist das dann leichter?
Wegen der Balance. Balance, ja. Kann man das, wie heißt das, was heißt das auf Deutsch? Gleichgewicht. Gleichgewicht, ja. Warst du wählen eigentlich in Chile? Oder wie ist das dann, wenn man ja, einen Trainingslager... Ich bin extra nach Hause geflogen. Wirklich? Am Sonntag ja, extra dafür und dann am Montag nochmal zurück und heute ja, wieder genau. Her. Das ist gut. Unser Mitarbeiter Hermes war für uns in Niederösterreich vor der Wahl. Da war eine Wahlparty in einer Diskothek und er ist dort auf politisch sehr interessierte Jungwähler gestoßen. Interessiert dich das, was deine Anhänger und unsere Anhänger politisch denken? Natürlich interessiert es mich. Dann viel Vergnügen. Nein, ich war nicht auf der Party des Wahlsiegers. Wo war ich eigentlich? Das ist Estate Krems, Bruder! Beste Party überhaupt! Auf der besten Party überhaupt also, wollte ich am Abend vor dem Wahlsonntag wissen, ob die Kremser Jugend politisch beschlagen und interessiert ist. Na ja, so interessiert bin ich auch eigentlich nicht dran, ja? Eigentlich auch nicht so arg halt. Aber derzeit habe ich überhaupt, ich weiß jetzt überhaupt keine Ahnung von der Politik, ne? Ich bin voll politisch interessiert! Und die FPÖ ist rechtsradikal und die BZD will Steuern senken und die SPÖ ist ziemlich gut, die Grünen übertreiben es ein bisschen und die ÖVP, ja, die Bauern, ja, wir wollen alles, dass es so bleibt, wie es ist und wollen wir halt Sport. Bist du politisch interessiert? Nein, das sind alles Volltrottel. Wer die Wahl hat, hat die Qual, doch gewiss nicht dieses Mal. Heute ist Wahltag. Ja, es gibt nur eine Partei, das ist die Blauen. BZD, da war halt der, na, wie hat der geheißen? Der, was einen Unfall gehabt hat, na, das war wirklich ein guter Mann. Die Neos sind auch sehr für die Bildung, fürs Bildungssystem. Wofür steht die ÖVP? Das ist die Volkspartei, ne? Ja, die steht halt zum Volk. Wie der Name schon sagt, ne? Die Grünen sind gut und die SPÖ, aber SPÖ ist für immer. SPÖ! Oh, wie ich gar mag, in wie heißt der? Stronach. Geht gar nicht. Warum nicht? Nein, ist eine Trara, finde ich. Oh ja! Piratenpartei? Stehen für Marihuana legalisieren und Medienfreiheit. Danke! Was bringt uns Österreicher das? Dieser Abend brachte so manchem Jungwähler eine Hochprozentrechnung und ließ erahnen, was das Wahlergebnis am nächsten Tag zum Ausdruck brachte. Den Wunsch nach Veränderung. Werner Faymann hat die Sache ziemlich gut gemacht, finde ich. Aber es sollten die anderen Leute auch eine Chance kriegen als Bundeskanzler. Sich, zum Beispiel Michael Spendlhofer, dass er sich einmal beweisen. Was? Wer? Dr. Michael Spendlhofer. So. Dr. Michael Spindelhofer. Anna Fenninger bleibt doch freundlicherweise bei uns und jetzt gesellt sich ein Hochinteresse.